Moin zu Kurt's Bell. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an hier mit den weiteren Karmas, die wir jetzt freischalten können. Wir haben ja letztens eben halt jetzt Zwortalia freigeschaltet als Karma und haben jetzt sogar eine, nicht eine Hauptkarma, jetzt außerdem auch noch eine Sekundärkarma, also Nebenkarma, die wir ja auch mit benutzen können. Jetzt haben wir hier außerdem noch zwei Missionen, die denn ihr noch machen könnt, wo ihr ja weitere Karma bekommt. Hier haben wir Diabolic Witch und außerdem Blazing Fist. So, dann wollen wir erstmal hier schauen, damit wir die jeweiligen Karmas freischalten. Bei den einen Missionen hatten wir jetzt eben halt den Schwert freigeschaltet. Je nachdem, wo ich für euch eben halt entscheidet, solltet ihr am Anfang das mit dieser Tankrolle entschieden haben, dann habt ihr irgendwann denn diese Mission mit denen, wo ihr den Bogen-Karma dann freischalten könnt. Ich finde die Cutscene auf jeden Fall auch sehr, sehr schön gemacht. So, this is the tunnel where the Bluehorn Demon comes out. Okay. Watch out. Ich mag ihr Kopfbedeckung in den Ohren. Erinnert mich ein bisschen so an meinen Final Fantasy 14 Charakter. Und ja auch diese Kopfbedeckung. Oh. Aber sehr schöne Anime-Grafik mit der Unreal. Ah ne, er ist ein Doppelgänger. Ich habe auch gesehen, das Spiel kam 30. April raus. Offiziell wohl. Boah. Ich glaube, vorher konnte man die Beta und Early Access und so weiter zocken, wo irgendwie habe ich gesehen. Also nicht allzu alt. Ich habe auch schon gehört, dass dieses Spiel zu uns kommen wird, aber ich habe mich noch nicht damit so intensiv damit beschäftigt oder frühzeitig darauf reagiert. In dem Game hier. Boah, das war knapp. Wenn also auch hier irgendwann durch weitere Phasen neue Fähigkeiten wohl haben, je nachdem wie viel Leben die dann eben halt noch haben, die Gegner. Muss man echt aufpassen hier. Sehr schön. All right. A treasure hunt is no fun without a trap like this one. Oh, are you all right? Yeah, you are sorry, right? You better be. What were you thinking? It's all because you just charged ahead and triggered the trap that completely covered me in dust.
Hey, overly enthusiastic chaser. Why did you sign up for this mission anyway? Actually, I want to handle this mission alone. I don't want you involved. Maybe you should just go back and get some R&R. You're even more enthusiastic than I thought. Have you ever heard of the Blue Horn Devil? It is the sorcerer that manipulated the Great Beast into attacking the village in Kaegor. According to the Chase Intelligence Division, this cave is the hideout for the Blue Horn Devil and the Great Beast. Yeah, I know. If you were the kind to run scared after that story, you wouldn't have come here in the first place. I'll lead the way. Follow me, but please, don't step on my tail. Zauberin mit Fuchsohren. Du hast ein Karma erhalten. So, jetzt haben wir einen weiteren freigeschalten. So. Ja, dann muss man mal schauen, wie wir das jetzt gleich hier switchen können. Also hier können wir jetzt Karma wechseln. Gucken wir da einfach mal an. Ah, hier, Witch. Gut, dann testen wir das mal hier. Indem wir auch noch hier die nächste freischalten werden. Rette den antiken Perzpel 1. Erliege den Obsidian Faustmeister. Damit wir auch den nächsten Karma freischalten. Okay. Wow. I applaud you for still being alive. Wow, okay, da haut echt gut rein. Ja.
Wow, nicht schlecht. Kann ich irgendwie, okay, Karma, Ulti. Können wir ja irgendwie auch, hier können wir switchen, okay, mit Tab. Können wir Karma wechseln. Ist eigentlich ganz cool, manchmal, wenn man eine Situation hat. Kann man ihm halt jeweils zu den Karma sich entscheiden. Das ist cool. Commander? What? Why did I? I know you are confused, but please, listen. You are one of the 12 ancient Kurzspell that was trapped in here during the Great Change over 400 years ago. The ones that are attacking you are mere illusions. It's just an illusion created by a strange device. We must get out of here now! What are you talking about? Who are you all? This won't do. Our time here is almost up. Krim is trying her best outside the secret gate, but soon we'll be rejected by this place. Hey, grab onto him! We'll take him with us! Yes. Okay. That's... Yes. Oh, cool, okay. Das ist diese Affinität. Sprich, also da kommen wir mit den Charakteren halt auch im Gespräch, finden auch dementsprechend bei denen mehr heraus. Hier haben wir jetzt die Affinität durch den Dialog verbessert. Ah, nice. Und dann haben wir einen weiteren Karma freigeschaltet, Blazing Fist. Sehr schön. Ein weiteren Kampfstil. So, dann gucken wir uns mal Diabolic Witch an. Hier will nur, soweit nur Fireball. Meteor. Da. Okay. Ja, hier haben wir jetzt alle vier Karmas. Mal gucken, vielleicht kommt da noch irgendwelche noch dazu. Dann starten wir auch gleich mit der nächsten Mission. Können wir machen wir jetzt die nächste Solo hier. Erledige den riesigen Steingolem. Dass wir ja auch nochmal jeweils die Karmas hier nochmal anschauen können. Weil ich hatte jetzt bei den ersten Einblick, also jetzt zu dem Spiel hier vom letzten Gameplay, könnt ihr euch auch nochmal reinschauen, in der Playlist könnt ihr euch das angucken hier. Und ich möchte einfach jetzt erstmal auch hier Eindruck zu den anderen Karmas haben, weil der erste Gameplay war ja erst darauf getrimmt zu sehen, wie das halt so ist, das Game. Wie alles beginnt. Und hier haben wir ja dann mal hauptsächlich, wo ich jetzt mich konzentriere, euch die anderen Karmas mal zu zeigen. Oh.
Okay, als Magier muss man echt aufpassen bei solchen Attacken, dass man da wieder schnell weggeht alles. Ah, das ist ja cool. Oh oh. Ah, okay, müssen wir auf eine Castzeit warten. Oh. Das hat richtig ordentlich geknallt. Oh. Haben wir ihn noch rechtzeitig gebreakt. Wow. Nicht schlecht. Your Highness, are you all right? Ah, yes. That was close. I was fortunate that your fellow Chaser was here to help. What's your name, Chaser? Thank you for saving my life. What are they? I've never seen them before. This ancient ruin is known as the Temple of the Goddess, built during the Hellasia period. I think these are the golems that were built to guard the Temple of the Goddess. Princess, did you know that these golems would wake up? I really didn't know exactly what to expect. But Ethan, something ominous is happening. Hmm. Your Highness, how did you know to search this place? Hmm? I had a dream. Excuse me? I can't say it lest you become angry with me. That's right. I saw it in a dream. In a dream? Moonlight shining bright on an icy cold night. The symbol of fire fading out. And great darkness engulfing this entire place. The darkness started here, then began to spread. Until eventually, it swallowed up our palace. You mean, we are doing all this because of a dream? But something strange is happening around here. Well, yes. This strange energy is getting stronger as we move in deeper. Perhaps you have a gift for looking into the future. Then, do you trust my decision? For now, let's follow this energy and see if we can find the symbol of fire you saw in your dream. That will be the most solid proof. Hm, die nächste Affinität wohl? Yes. Wir dadurch verbessert haben. So, ja. Ah, neuen Karma-Kristall erhalten. Lieb. Ah, zu den jeweiligen Karma, die wir jetzt hier machen, bekommen wir auch noch soweit auch noch die Fähigkeiten noch dazu.
Verstehe. Damit tut man halt auch noch die jeweils nach und nach freischalten. Okay. Ja, mit Magier muss ich mal gucken. Ich bin sowieso eh nicht so der Magier-Typ. Aber ich wollte es mir mal anschauen. Ist an sich auf jeden Fall witzig. Die anderen Leute meinten hier, der sei irgendwie voll OP oder so. Gut, wenn man die Magier sehr, sehr gut kann, dann ist das auf jeden Fall echt eine starke Sache. So, jetzt spielen wir mal einen weiteren Karma, den wir mal austesten können hier. Weil probieren geht über studieren. Probieren wir mal aus hier mit den nächsten. Hier haben wir jetzt Bestie Garganta, den wir besiegen müssen. Dann gucken wir uns das auch mal an hier. Den nächsten Kampfstil. Okay, jetzt haben wir hier so einen Drachen. Okay, er hat was Neues drauf. That was the end of me. I knew it was the great beast, but I didn't expect it to be this strong. Yeah, you're right. That's no ordinary beast. Based on the carvings found in this cave, this beast was created by the ancient Kalian wizards. Its whole being is incomplete. It's just a torso. But it looks like they wanted to create some legendary creature. Something similar to a dragon. Its one horn has enough magical power to move something as big as this. Hmm? Why am I so obsessed with the blue-horned devil? Well, if you must know, it has something to do with my tendency to go treasure hunting. If the blue horn is what I think it is, then the owner of this place stole that horn from someone else.
I am a little embarrassed to say this, but that horn once belonged to someone very precious to me. Someone very special that I cannot meet anymore. I cannot stand to stay idle while someone else is abusing their power. I never thought that I would tell you all of that. I thought you were nothing more than a bunch of enthusiasm. But I guess you're not too bad, Chaser. Okay. Aber es ist ganz schon ganz cool gemacht, wie wir gehen hier. Also die Bosse an sich so und mit neuen Fähigkeiten. Hier haben wir jetzt sogar Blizzard. Sonst haben wir ja sehr Fireball. Jetzt noch Blizzard. Und dann wird bestimmt auch noch Blitz geben wohl. So. Wir werden alles erstmal nach und nach von den freischalten. Dass wir bei den jeweiligen Karmas genügende Fähigkeiten haben noch dazu. Heißt also jeweils 2, dann nochmal 3. So, hier haben wir jetzt Ultimate Head. Hier müssen wir den Bellatus Lieutenant erledigen. Aber ganz schön gut ab. Oh, die Mucke auch noch. Boah, die Mucke geht richtig ab. Sein übertriebenen Schwert. What? Kann er sie auch noch beamen oder was? Oh. Okay, er hat sich ausgedauert. Oh nein, ah. Hammerhart. Puh. Aber seine AOE hat er ja richtig reingeknallt. Sehr schön. I must wait for everyone here. I can't leave here yet. Who are you? I've never met you before, and yet... Er ist wieder zurück. Vom sein Dasein her.
Ach, Affinität, ah, okay. Boah, aber die Mucke ist schon echt abgegangen, aber der Boss war auch wieder sehr, sehr cool. Mit seinem riesen Großschwert. Unglaublich. So. Ultimate Head. Puh, nicht schlecht. Ja, nächstes Mal haben wir hier jeweils nochmal die drei Teile. Auch nochmal Dreierkämpfe hier mit den Bestie Regoregea, Hexenmeister und Katastrophe. Mal gucken, wie die auf jeden Fall werden. Ich danke auf jeden Fall an der Stelle hier fürs Zuschauen. Nochmal wieder hier gegen die Bosse des zweiten Teils und dann im nächsten machen wir eben halt des dritten Teils. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst gerne eine Bewertung da, würde mich drüber freuen und haut rein.